Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt der zweite Teil am Dienstag und auf der Minimap. Da seht ihr ihn schon. Ha, ein Opfer. Also, wir sollten ja Leute, glaube ich, mit Bolas war das, ne? Nicht, dass ich jetzt wieder hier, wie sagt man so schön, einen falschen Fehler mache. Gesucht hat sie so mit Bolas zu Fall gebracht. Jawohl. Also. Dann hauen wir mal rein. Wo ist der Vogel? Den hauen wir ab hier. Der kann auch weg. Und hier. So. Direkt fesseln. Ich dachte, ich gehe jetzt noch eins vom Pferd gefegt hier. Ich wollte sowieso noch nach Strawberry. Gucken, ob wir da noch irgendwie Sammlerstücke finden. Oder vielleicht ein paar Eichhörnchen. Und auf geht's. Kann hier der Kompagnon noch ein bisschen arbeiten. Und dann hauen wir mal richtig rein hier. Ja, und wenn es drei Teile werden, ist ja auch egal. Ich habe ja Urlaub. Aber gut, für die wöchentliche Geschichte, wie der Name schon sagt, haben wir ja die ganze Woche Zeit. Apropos ganze Woche und viel Zeit. Viel Zeit, viel Schätze. Warte mal, es geht doch irgendwie auch anders, ne? Da bin ich ja nicht immer so schnell. Ich kaufe hier gar nichts. So. Eine ganze Folge nur Schatzkarten abarbeiten, oder? Mann, 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 was mache ich denn hier? Think you're tough, do you? Keine Ahnung, was das war, spielt auch keine Rolle. So, komm hier, wenn der Bock jetzt schon keine Lust mehr hat. Und fertig. Wenn du sie in die Zelle drückst, zählt es noch als lebend. Payments hier. Jawohl. Knete verdient. Suchen wir noch die üblichen Stellen ab. Bleibt mal alle locker da. Oben ist heute nix. Da liegt aber schon mal eine Karte. Die sacken wir auch noch ein. Tütchen runter. Die Maske runter. Ich hoffe, dann friert er auch gleich. Okay, hier ist heute nix. Und mal eben da hoch. Zu diesem einen Häuschen. So, irgendwas. Hier ist irgendwas drin.
Da liegt noch eine Karte. Und hier ist noch irgendwas in der Hütte. Da. Schicke Bürste. Nehmen wir auch noch mit. Und jetzt da hoch. Meine Güte. So, hier oben geht ein Weg hoch. Hier ist es. Und hier gibt es manchmal Eichhörnchen. Da. Und wieder nicht richtig getroffen. Ich muss den Bogen auch richtig durchziehen. So, hier sind jede Menge, wie ihr seht. Aber, wenn man so langsam ist wie ich, ja, so wird es nämlich auch nichts. Diese kleinen Viecher hier. Gibt's doch nicht. Das ist nur ein zwei Sterne. Das ist nur ein Streifenhörnchen hier. Jetzt hab ich's aber richtig versaut, ne? Ja. Jetzt habe ich die alle richtig schön verscheucht hier. Dann Skunk. Streifenhörnchen. Oh, Viehzeug satt, das ist zu viel. Ja, das ist, ne? Ach, das ist Streifenhörnchen. Ich brauche doch Dingenshörnchen hier. Eichhörnchen, nicht Streifenhörnchen. Aber egal, ich nehme es trotzdem. Also Schwarzhörnchen und sowas brauche ich. Silberdachs. Das gibt's doch nicht. Ich brauche ein ganz einfaches Eichhörnchen hier. Das rennt da weg. Streifen, Skunk. Ja, und jetzt wisst ihr, warum ein Schwarm, ja, die einzelnen Tiere quasi schützt. Weil der Jäger, in diesem Fall ich. Okay, das reicht nicht mal, ne? Also in diesem Fall dann ich. So verwirrt ist. Tja, dass er nichts kriegt. Na, noch ein Waschbären. Brauchen wir auch nicht. Und hier ein Hasen. Aber kein Eichhörnchen. Da war die Auswahl zu groß, ne? Weil wer die Wahl hat, hat die Qual. Was ist hier? Da ist immer noch der Waschbär. So, was haben wir hier? Silberdachs, da, 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 da. Was rennt hier weg? Auch ein Dachs. Noch ein Skunk. Noch ein Truthahn. Ja, laufen wir dann noch mehr öfter hier vors Pferd. Jetzt kriege ich hier nicht mal so ein Eichhörnchen, das kann nicht wahr sein. Noch ein Waschbär. Ja gut. Wir werden wohl in der Woche noch irgendwelche Eichhörnchen finden.
So, was rennt hier unten herum? Hasen. All das, was wir nicht brauchen. Gut, dann gucken wir da hinten am Stall. Ob wir da noch irgendwie eine Karte finden. Auch hier können schon mal Eichhörnchen sein. Oder eben Hasen. Jetzt könnten wir das Zaumzeug wechseln. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ja, dann. Fahren wir mal eine Fuhre weg, oder? Sonst verzettel ich mich ja wieder. Wenn ich überhaupt eine Fuhre angeschmissen habe. Das habe ich letztes Mal vergessen bestimmt, oder? Ich habe nämlich nicht drauf geachtet. Ah, bonjour. Ja, super. You've been away on some travel. I have some ideas. Tja, dann. Dauert's wohl. This will be a strong one. Ach komm, nehmen wir das hier. Good. A fine aroma. I would drink this myself. Dann eben nicht. Dann trinken wir uns noch ein. Hilft ja nichts, ne? War ja gerade so traurig da mit den nicht vorhandenen Eichhörnchen. Dann haben wir aber wenigstens das schon mal erledigt. Irgendwas Kleines, aber das kann ja kein Eichhörnchen sein. Das ist doch irgendwie hier so ein... Ja, ein Frosch. So, dann gucken wir mal eben, wie viele Sachen müssen wir noch erledigen. 3 Stück. Okay, das werden wir gleich machen. Das hat er nicht hingehauen. Ja gut. Dann machen wir den alten Trick. Ab in die kalte Ecke. Kalt ist es hier. Minus 14 Grad. Ach, ich habe vorhin den Schwarzgebrannten getrunken, ich Depp. Ja, dann wird's nichts mehr im Frieren, ne? Ah doch, er friert trotzdem. Ah, weil der Kern nicht Gold ist. Das ist ja gut. Was liegt hier rum? Noch eine Pulle karibischer Rum. Dann lohnt der Besuch ja hier richtig heute. Ja, dann auf zur Madame. Für 8 Dollar. Irre.
Aber hier gibt es, glaube ich, keine Hörnchen, ne? Ich glaube nicht. Pilze brauchen wir auch nicht. Was wächst hier noch? Wildes Mutterkraut. Okay, komm. Was wir haben, das haben wir. Ist das grob, grobe Gelle. Da hinten ist es schon. Aha. Hier ist noch ein Pflänzchen heute. Also für alle die, die nicht wissen, wo ich bin, hier. Da ist die Madame. Drei Dinge sollen wir hier verschnacken. Und dann gucken wir mal. Tja, eine Wochensammelaufgabe haben wir. Dann machen wir das mal. Dafür gibt's $50. Und... ja, jetzt sehen wir erstmal was aus. 1000 XP. Halleluja. Damit ist dann die Aufgabe, drei Dinge zu verkaufen, auch erledigt. Da seht ihr es. Und jetzt kaufen wir die Karte nach. Da ist die Karte für Münzen. Welcome then and happy hunting. Und ansonsten gibt es auch nur Dinge, die ich nicht brauche, finde ich. Das habe ich sogar. Schwungfeder. Ah. Ah, das hier ist doch Arthur Style hier, oder? $52 Goldbarren. Ich glaube, es geht los. Brauche alles nicht. Oh. Da können wir eine Herausforderung. Quatsch. Eine Auszeichnung zurücksetzen. Auch erledigt. Gibt's nochmal 0,4 Goldbarren für. So, die könnte ich vermutlich noch einsammeln hier. Nee, auch nicht. So, was fehlt uns? Ja, okay, da Dings hinreiten. Das kann ja irgendwann anders. Das kann ja heute irgendwann nochmal machen. Legendäre Tiere mit Hilfe von Pheromonen gefunden wird. Nix. Schwarzbrenner wird nix. Sammler haben wir fertig. Händler könnte was werden. Muss aber nicht. Eins fehlt uns noch. Da machen wir doch einfach eine Kopfgeldjagd. Die ich ja so liebe. Wie ihr wisst. Düsen wir ins Lager. Vielleicht ist da einer aufgetaucht. Ey, zweimal kommt er auch nicht, ne? Ja, muss ich streicheln, hilft nichts. Doch, da ist er. Da ist die nächste gesuchte Person. Dann machen wir das jetzt fertig. Brauchen nochmal eben was Gescheites. Gibt ja nochmal 250 Points. So, nochmal eben das Pferd füttern. Olas Griff bereit. Knarre raus. Selbe Nummer, hoffe ich. Hier ist auch noch ein Pflänz. Ah, das kann ich jetzt ja richtig gut gebrauchen. Who is who? Ja, würde ich jetzt fast fragen hier. Wer ist denn jetzt der Gesuchte hier? Ja,
Ah, da hinten. Hier ist das. Sind die Bolas weg? Wisst ihr was? Er hat sich nämlich befreit, ist die Bola flöten. Die ist dann weg. Ja. Das ist ärgerlich. Aber ich kann mich auch nicht von Wölfen fressen lassen. Und jetzt checken wir das eben. Ihr seht's, nur noch 5 Dingens offen. Also, die 9 sind durch. Teurer Spaß, so eine Bola. Und da war aber irgendwo ein Pflänzchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil hier hat... Das muss hier irgendwo gewesen sein. Da ist es. Denn da hat der Controller vibriert. So, dann bringen wir den nochmal eben zurück. Und uns wenigstens noch ein bisschen Knete dafür. Vielleicht finde ich dann ja doch noch ein paar Eichhörnchen da. Was sagt die Uhr? Ja, bis wir da sind, ne? Wenn ich so an, wenn ich so weitermache, kommen wir nicht mehr an. Ja. Aber am Ende spielt es keine Rolle. Fragt ja kein Mensch, wie man es gemacht hat. Ne? Hauptsache ist fertig. Falsch. Was jetzt? Will ich doch gar nicht. Runter. Da ist nämlich eine Pfeilspitze. Da ist sie. So, dann liefern wir den noch ab. Nicht schön, aber selten. There's one corpse I'm glad to see. Here's your due. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Tja, jetzt sind hier natürlich keine, ne? Keine Eichhörnchen zu sehen. Warum nicht? Das ist ja gefühlt so eine Eichhörnchen-Ecke, oder nicht? Wenigstens eins noch.
Hasen. Dachs. Noch ein Hase. Da oben an der Hütte vielleicht. Da. Und noch eins. Das gibt's doch nicht. Und wieder hinüber. Ja, ich habe da heute kein Glück mit. Vielleicht soll ich es einfach lassen. Man muss ja auch seine Grenzen kennen. Na? Schön wieder daneben geschossen. Das kann ich gut. So, was war hier? Eselhase. Ach so, das wird ein und derselbe sein, denke ich. Ja. Hasen gibt's hier satt. Na. Okay, hier kann ich kein Lager aufschlagen. Und dann geht's ab nach Hause. Hat ja keinen Zweck heute. Das Pferd sieht auch aus wie, ne? Gar nicht schön. Ganz dreckig geworden. Dann mal ein bisschen langsamer werden. Wiener nochmal mal eben noch das Pferd. So. Richtig sauber ist es aber auch noch nicht, ne? Jetzt aber. So. Können wir nochmal eben gucken, wie weit ist der Kompagnon? Da fehlt noch so einiges. Dann holen wir da ein bisschen Munition ab. Und dann machen wir Schluss. Lohnt ja auch hier. So, Maske auf, Feierabend. So, das war der zweite Teil am Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.